Wir dürfen jetzt echt nicht mehr auf den Stein hier kommen. Da vorne müsste auch schon direkt das Ziel sein. Wir haben nur noch 8 Sekunden Zeit. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Minecraft Custom Map hier in der Version 1.9. Und zwar spielen wir heute die 60 Seconds Parkour Map. Und ich würde sagen, let's go. Wir haben hier Click to Start Next Stage und beginnen. So, jetzt wird uns hier eine kleine Map immer in der Luft vorgestellt. Und jetzt geht's auch schon gleich los. Wir können aufgeben. Dann beginnt nochmal der Countdown von neu und Skip Level. Dann können wir das Level einfach überspringen. Allerdings wollen wir das natürlich nicht. Wir machen hier alle Level. Es gibt insgesamt 10 Stück. Und ja, wir müssen jetzt hier einfach in 60 Sekunden versuchen, den kompletten Parcours hier zu beenden, das komplette Level. Und das geht jetzt erstmal hier noch einfach. Also unten sieht man natürlich auch in der XP-Leiste die Zeit. Und am Anfang von dieser Map hier gab es auch ein Tutorial, das ich auch übersprungen habe. Es geht ganz einfach beginnen und dann sind wir hier bei Level 2. Wir dürfen jetzt hier nicht auf den Sand, ich kann es einmal machen. Noch 50 Sekunden Zeit. Das heißt, man kann sich natürlich hier auch umbringen, machen wir nicht. Und mal schauen, wie viele Fails wir jetzt hier insgesamt so bekommen werden. Und vielleicht schaffe ich das auch direkt. Okay, das war ziemlich knapp. Und hier ins Wasser können wir springen. Und wir haben es geschafft. Jetzt haben wir hier eine Mine. Ich schätze mal, wir dürfen nicht auf den Stein da springen. Und nur auf das Holz. Okay, let's try it. So, wir haben immer noch keine Fails, wie man rechts im Scoreboard sehen kann. Und wir dürfen uns hier, okay, nicht den Kopf anstoßen. Da unten auch nicht. Das heißt, es ist wirklich sehr schwierig auch manchmal. Also ihr könnt es selber gerne ausprobieren in der Version 1.9. Natürlich der Download-Link auch unten in der Videobeschreibung. Ich kann euch wirklich nur sagen, es ist schwierig. Ich habe das auch schon mal so ein bisschen gezockt und hier bin ich jetzt schade. Okay, direkt gefailt leider. Wir dürfen jetzt echt nicht mehr auf den Stein hier kommen. Da vorne müsste auch schon direkt das Ziel sein. Und fast wäre ich da drauf. Wir haben nur noch 8 Sekunden Zeit. Oh shit, Leute. Aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir hier in einem Tempel. Okay, der sieht doch schon mal ziemlich cool aus und ich hoffe mal nicht allzu schwierig. Und jetzt dürfen wir hier nicht auf, okay, wie ihr gerade gesehen habt, den Sand. Dann müssen wir hier runterspringen und hier lang. So, was auch nicht so einfach geht. Okay, ich weiß nicht, ob wir hier drauf dürfen, weil es, glaube ich, der gleiche Stein ist. Der gleiche Sandstein, aber ich probiere es jetzt einfach mal nicht aus. Wir gehen hier direkt weiter und so, hier lang. Okay, 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 wir sind gut in der Zeit, wirklich, aber sind direkt hier einmal gefailt. Ich glaube, hier erstmal rauf. Jawohl. Ist da vorne das Ziel? Ja, da ist das Ziel. Und wir haben es geschafft. Und ich bin jetzt auch zweimal in der Zeit gestorben. Was kommt hier auf uns zu? Ein Tempel. Diesmal. Ja, okay, in so einem Jungle-Biom. Und die Zeit läuft schon. Wo dürfen wir rauf? Wo nicht? Okay, wir dürfen nur auf die Steine hier rauf. Und müssen dazu auch springen. Da rein. Oh shit, und das sieht echt ziemlich schwer aus. Okay. So, wo jetzt lang? Hier. Glaube ich nicht. Wir müssen hier runter, wie es aussieht. Jawohl. Okay. An der Wand dürfen wir ankommen. Hier ist ein Buch. Und jetzt müssen wir hier unten lang. Okay, das sollten wir doch schaffen, hier runter zu springen. Und da, wo geht's da denn hin? Ich springe jetzt erstmal hier hin und schau mal, was es hier so gibt. Okay, hier gibt es wieder ein Secret Hebel diesmal. Okay. Und dann hier hin. Das hole ich mir natürlich auch noch direkt ab. Da gibt es bestimmt auch nochmal was. Und auch Nebel. Kann platziert werden auf Goldblock. So, dann let's go. Weiter geht's. Und dann müssen wir hier hin. Und ich schätze mal, wir sind dann am Ziel, oder? Was müssen wir machen? Achso, wir müssen hier einfach dann... Ach, Moment mal. Die Hebel nicht mehr. What the fuck? Okay, hier sind wir wieder und jetzt sollten wir das schaffen und da ist das Ziel auch schon. Natürlich ist es ein bisschen blöd, wenn man die Hebel dann nach dem Abbauen nicht wieder bekommt. Da muss man echt schon aufpassen, dass man die dann an den richtigen Platz platziert. Und jetzt sind wir hier in der Bücherei. Hier aufpassen, dass wir echt nicht auf die normalen Blöcke kommen. Dann hier nicht den Kopf anstoßen. Weiter. Und 10 Sekunden sind erst vergangen. Dann hier rein. Wo geht's denn lang? Da können wir nicht lang. Hier geht's lang. Ist wie so ein kleines Labyrinth. In der Truhe ist nix. Dann können wir hier drauf. Okay, ja klar, wir können hier drauf. Dann weiterspringen. Okay, wenn wir das hier schaffen. Ja, sollten wir. Und jetzt bitte an die Leiter hier. Nein, einfach nicht geschafft. Okay, das sollten wir schaffen. Komm, bitte hier rauf. Und das sind Steinstufen. Und ins End. Oder da auf die Zieldruckplatte. Okay, nicht ins End. Und wir haben es endlich, Leute, geschafft. What the fuck, hat es jetzt lang gedauert. Jetzt haben wir hier nochmal einen weiteren Tempel, aber diesmal einen Unterwassertempel. Und wir dürfen wahrscheinlich nicht, ja genau, auf das Dirt und auf alles andere schon. So, okay, Leute, beziehungsweise auch nicht auf
diese Items, sonst wären die Sprünge ein bisschen unnötig. Und so, das geht bisher einfach ja ganz einfach. Und das schaffen wir aber nicht fast try hier. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach hier für so ein Level. Oder vielleicht sind die gutmütig, man weiß es auch nicht. Okay, man muss hier oben rauf auf das Wasser. So, hier hoch, kommen, nicht runterfliegen, bloß nicht. So, dann hier rauf, dann einfach dahin. Und so, nicht, dass wir jetzt gerade hier am Wasser hängen geblieben wären. Wir haben noch eine halbe Minute Zeit. Und vielleicht ist da echt schon das Ziel. Ja, ich sehe das vor meinen Augen, liebe Freunde. Und wir schaffen's. Nice. Diesmal eine Nether-Festung. Wie soll das denn gehen, bitteschön? Ach so, okay, hier ist noch einer. Hab gerade gedacht, wir müssen direkt hier drauf. Und was muss ich hier machen? Habe ich gerade was übersprungen? Nee, ich glaube eher nicht. Weiter geht's hier. Und was steht hier? Find all the netherrack blocks. Und wir haben einen. Und da haben wir die Treppe auch schon fertig. Nice. Jetzt nur noch hier hoch. Natürlich nicht auf die Blöcke. Und wir haben es endlich auch geschafft. Es ist ziemlich kompliziert aufgebaut. Das kann ziemlich abfacken. Und wir sind schon mal hier direkt, nein, fuck, fast bei der ersten Kiste. Und wir haben hier eine Schere, not a basketball team. Mal schauen, da ist eine Falltür, okay, von der 1.9, natürlich von so einem Igloo. Wir haben keine Zeit mehr, deswegen mache ich das gleich. Und vielleicht ist da unten schon das Ziel. Wir benutzen nochmal unsere Schere für eine Kiste. Can't break weakened blocks. Und wir können Stein damit abbauen. Die Spitzhacke ist einfach weg, oh no. 30 Sekunden haben wir noch, aber echt cool gemacht auf jeden Fall. Wirklich auch mega viel Arbeit steckt dahinter. Und ja, das reicht leider nicht mehr. Wir können hier nicht springen, doch hier schon. Und da ist das Ziel zum Glück. Gott sei Dank, liebe Freunde. Und jetzt kommen wir zu so einem Level. What the fuck? Okay, mit einer Endfestung einfach mal. Mit der neuen Endfestung hier in der 1.9. Und lass mich raten, genau, wir dürfen diese Blöcke hier nicht berühren. Dann machen wir das auch nicht. Hoffe ich zumindest. Und schauen uns das hier erstmal an, was uns hier alles erwartet. Und bis jetzt, okay, fuck, bin ich fast einmal gefailt. Geht es doch noch relativ einfach. 60 Sekunden, also so lang kann das Level natürlich nicht gehen. Aber es ist dafür halt extrem schwierig. Es gibt wirklich viele Rätsel in den Leveln und so weiter. Und das kann man halt eigentlich nicht mit 60 Sekunden direkt beim First Try schaffen. Und so, dann hier hoch. Okay, ich darf hier nicht runterfliegen. Shit. Nein, aber da bin ich gefailt. Schade. Okay, und jetzt hier hoch. Und wir, oh no, what? Sind fast wieder runtergeflogen. Oh, Leute. So, wie weit geht's hier hoch? Bis nach da oben. Auf jeden Fall eine ziemlich weite Strecke, die wir jetzt eigentlich easy schaffen müssten. Nur die Zeit, die wird wirklich knapp. Und wir haben hier eine Kiste. Okay, was ist hier auf dem Zettel? Wir haben hier Elytren auf jeden Fall. Go to building with Elytra. Und okay, wir müssen auf so das Gebäude hier fliegen und wir haben es aber gefailt. Und go up if you already have the Elytra. Das haben wir natürlich jetzt schon direkt zum Glück. Und jetzt müssen wir hier auf die Leiter gehen. Oh shit, Alter. Ich hätte jetzt gedacht, nee, komm, jetzt sterbe ich wieder. Aber anscheinend müssen wir hier irgendwo abspringen. Und zwar wohin? Bis nach da vorne. Reicht es? Oh shit, das wird ziemlich knapp. Okay, wir haben es geschafft. So, hätten wir vielleicht in einer anderen Perspektive machen sollen, aber okay. Dann hier hoch, wieder ein Turm. Wir haben nur noch extrem wenig Sekunden Zeit. Und, oh Leute, da muss das Ziel sein. Ich habe es nicht geschafft. Wir hier ein Checkpoint zum Glück. Das erste Mal ein Checkpoint. Elytra Time. Und wo müssen wir hinspringen? Da hinten hin, oder? Okay, 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 okay. Und, nein, was? Und lass es jetzt uns bitte diesmal schaffen. Hier ein bisschen durchfliegen und wir haben es geschafft. Okay, wir gehen jetzt hier gleich hier rein und was passiert hier? Thanks for playing, congratulations, you finished with 75 fails, you can try to improve your score. Oh Leute, ich bin echt oft gefailt, natürlich hab ich mich auch extra oft zurückgesetzt, but I know it is too rage. For more maps, check out Cloud Wolf Minecraft on YouTube. Okay, Freunde, das könnt ihr gerne machen, der hat sich echt viel Mühe bei der Map hier gegeben, hat echt
wirklich coole Level gemacht, die zum Teil echt abgefuckt haben. Natürlich hier mit 57 Fails, der Cloudwolf mit 27 Fails. Der kennt natürlich seine eigene Map ein bisschen besser. Es gab auf jeden Fall echt auch viele Rätsel, die man da lösen musste. Ihr könnt es selber gerne zocken. Download-Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und mich würde es echt mega über eine positive Bewertung hier freuen, liebe Freunde. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Und ja, ansonsten auch im nächsten Livestream. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao.